Es ist mittlerweile Anfang August. Wir hoffen auf moderatere Windverhältnisse, denn die letzten Monate waren von täglichem Starkwind geprägt. Hier auf Lanzarote. Wir nutzen die Gelegenheit, in den Süden der Insel zu segeln, um dort einige Tage vor Anker am Papagaio-Strand zu verbringen. Außerdem möchte ich unbedingt einmal das Museo Nautico vor Rubicon besuchen. Der kleine Schlag von Arrecife hinunter nach Papagaio, es sind nur 18 Meilen, ist immer ein Vergnügen, denn der Wind kommt stets von Achtern und die Dünung läuft mit. So, ich bin weg. Es ist in Europa das einzige Unterwasserskulpturenmuseum. Der Künstler Jason de Caires Taylor, bekannt durch seine Unterwasserskulpturen in Grenada, Cancun und Mexiko, gestaltete diese einzigartigen Figuren 2016. Los Holateros, das sind die kleinen Boote, die auf Lanzarote traditionell aus alten Ölfässern gebaut werden. Regatten, die immer wieder auf dem Charco im Zentrum Arrecifes ausgetragen werden, sind legendär und ein riesiger Spaß für Teilnehmer und Zuschauer. Bei diesem unwirklichen Anblick der paddelnden Kinder kommt mir sofort der Gedanke, es könnte sich auch um Flüchtlinge aus Afrika handeln. Ich schwimme weiter. Aus dem milchigen Blau der Umgebung erwachsen plötzlich menschliche Gestalten. Der Rubicon, symbolisiert durch 35 menschliche Figuren, die auf eine Mauer mit einer offenen Tür zulaufen.
Modell dafür standen die Bürger von Lanzarote. Etwas ratlos lässt mich Taylor mit dem Strudel aus menschlichen Leibern und der Interpretation des Scheiterhaufens im tiefblauen Wasser des Atlantiks zurück. Mit der Figur des einsamen Fotografen, der den Garten Eden zu fotografieren scheint, kann ich gedanklich mehr anfangen. Die Ruhe, die Friedlichkeit der Szenerie hier in 15 Meter Tiefe, im Zwielicht der Unterwasserwelt, begeistert mich immer wieder. Dieser schwerelose Zustand, ich glaube, er könnte nur im Weltall noch einmal an Faszination übertroffen werden. Als ich gerade wie in Trance die Boat People im Schlauchboot beobachte, holt mich eine Tauchergruppe aus dem Tagtraum zurück in die Wirklichkeit. Aber die Symbolkraft ist für mich enorm. Ein Blick auf mein Filimeter erinnert mich daran, dass ich hier in dieser unglaublichen Unterwasserwelt nur für eine ganz kurze Zeit zu Gast sein kann und beginne mit dem Aufstieg.
Über den Sinn eines solchen Unterwassermuseums kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Fest steht auf jeden Fall, dass es uns Denkanstöße geben soll. Das für mich Schönste an dieser ganzen Sache ist aber, dass hier ein kleines künstliches Riff entsteht, das Schutz und Lebensraum für viele Meeresbewohner darstellt.